geil rasiert heute. Frisur liegt wieder wie einst, du. Was fehlt? Na, ist, glaube ich, ein bisschen Duft, oder? Mal ein bisschen Duft drauf. Einwandfrei. So, jetzt kann's losgehen. Jetzt geht's los. Was geht los? Der Uwe hat ein Date. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Ja, meine Lieben, früher war es ein bisschen einfacher, Leute zu daten oder Leute kennenzulernen. Erinnert euch, man war in der Disco, man war auf Veranstaltungen, man war auf Partys, man war in Kneipen und schon hatte man Kontakt und dann hat man auch Leute kennengelernt. Und einige sind mit diesen Leuten, die man kennengelernt hat, immer noch zusammen. Andere haben sich dann wieder getrennt, haben sich scheiden lassen, was auch immer. Aber das war halt relativ einfach in meinen jungen Jahren. Heute ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger geworden und viele wissen, je älter man wird, desto schwieriger wird es, denn man geht nicht mehr so oft raus und bedingt natürlich durch die Krise, die momentan weltweit herrscht, sowieso nicht mehr. Also boomt natürlich ein Riesenmarkt schon ewige Jahre, das ist der Datingmarkt und man kann also Datingportale besuchen, man kann sich dort einschreiben, man kann viel Geld bezahlen, man kann Apps runterladen. Also es gibt da tausend verschiedene Möglichkeiten, heute jemanden kennenzulernen. So, ich habe das auch. Ich habe also seit Jahren schon eigentlich die App Tinder. Das ist jetzt keine Tinder-Werbesendung, bitte, sondern ich benutze die App einfach, weil das für mich mit eins der einfachsten Apps war, ist, keine Ahnung, um jemanden eventuell kennenzulernen oder zu kontakten. Es war früher so, dass natürlich die App sehr lokal arbeitet. Das heißt also, wie ich die App hier in der DomRep installiert hatte, kamen also auch dann nur Damen aus der Dominikanischen Republik. Hübsch anzuschauen, wunderbar, aber nach 28 Jahren Dominikanische Republik nicht mehr mein Jagdgebiet, sage ich jetzt mal sehr fresh dahin. Also ich habe von dominikanischen Frauen, die mögen noch so hübsch und noch so schön sein, klar Deutsch gesprochen, die Schnauze voll. Und das hat was mit meiner Lebenserfahrung hier in diesem Land zu tun, mit der Kultur, mit allem drum und dran. Das möchte ich auch heute nicht in diesem Video erörtern. Und dafür kann man dann ein anderes Video machen oder mal Live-Chat, aber das ist heute nicht das Thema. So, ich war froh, dass Tinder im Grunde genommen in den letzten Wochen gewisse Dinge neu hat. Es hat also jetzt sich geöffnet. Man kann also Locations aussuchen weltweit. Und somit habe ich mich entschlossen, mich doch mal umzuschauen, wie es denn so in meinem Heimatland Deutschland, Kreis Limburg-Weilburg, Richtung Frankfurt-Wiesbaden, wie es denn da so aussieht mit Kontakten. Ja, ihr Lieben, so, ich habe also da jetzt auf der einen speziellen Dating-App, ich will jetzt den Namen nicht 500 Mal nennen, dann geschaut natürlich nach Frauen, ganz klar, also Männer interessieren mich überhaupt nicht und war also so ein bisschen geschockt, wie man sich doch als Frau dann dort auf diesen Dating-Portalen, auf diesen Dating-Apps präsentiert. Also in meinen Augen war das zum Teil mehr abschreckend als anregend, mit dieser Person in irgendeiner Form in Kontakt zu treten. Zum einen werden gar keine Bilder gezeigt. Also da hast du also den Blank, da ist also so eine Struktur einer Person und da steht ein Name drunter und Alter und ja, das war's. Also ich weiß nicht, wie man sich dann mit irgendeiner Person in Verbindung setzen soll, wo man gar nicht weiß, wie diese Person aussieht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich suche eine Frau und keinen Hund und keine Katze, keinen Papagei und nichts in der Art. Ja, ich suche also eigentlich einen Kontakt zu einer weiblichen Person. Ja, und viele posten dann einfach ihren Hund, ihren Dackel, ihren Pudel, ihre Katze, was auch immer. Und dann nimmt man ein Bild von sich. Also das kannst du dir dann auch schon klicken. Dann gibt es dann die Blumenfrauen, die dann einfach nur Blumen posten. In allen Varianten, blüht, verwelkt, wie auch immer, werden also Blumenbilder gepostet, so wie Bäume, Strände, Sonnenuntergänge. Aber wo ist das Bild von euch, ihr Lieben? Wo seid ihr denn? Ihr wollt doch Kontakt haben. Ich brauche keinen Kontakt zu einem Sonnenuntergang oder zu einem Baum. Ja? Das sind so Dinge. Dann sehr abschreckend, sage ich ganz ehrlich, sind Bilder, wo für mich persönlich Schuhe gepostet werden. Ich weiß, Frauen haben ein Faible
für Schuhe. Und das ist nun mal so. Das kenne ich aus meiner Lebenserfahrung her. Es stehen mehr Schuhe im Schrank wie alles andere. Ob die passen, ist eine andere Geschichte. Aber ich muss doch nicht Bilder posten von Schuhen. Da weiß ich doch automatisch, wenn ich mit dieser Person in Kontakt trete, da ist das Gesprächsthema Nummer 1, welche Schuhe ziehe ich denn heute an und passen die überhaupt zu meinem T-Shirt oder Rock oder Kleid? Also da habe ich dann erstmal schon mal die Schnauze voll, wenn ich Bilder sehe mit Schuhen. Ja, das ist grauslig. Genauso möchte ich auch gerne das Gesicht einer Frau sehen. Deswegen habe ich mit Absicht auch vorhin mal die Sonnenbrille aufgezogen, denn viele Bilder in diesen Kontakt-Apps oder Dating-Portalen sind mit Sonnenbrille. Leute, ich möchte schon den Leuten gerne in die Augen schauen können, wenn ich da also jemanden kontakten möchte. Ja? Und nicht in irgendeine Sonnenbrille und in 5 Bilder, die gleich sind, nur der Kopf ein bisschen schräger, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, aber dann 5 gleiche Bilder. Ja, so. Was haben wir noch? Wir haben sportliche Frauen. Gut, wer da drauf steht, wunderbar, aber Bergwandern, Skifahren, Surfen, Wandern mit Wanderstöcke, Bergsteigen, alles vorhanden, aber nicht nur. Also man sollte euch auch mal sehen, dann ohne den Skihelm und Sonnenbrille und mal gucken, wie ihr dann auch aussieht. Ja? Da gibt es die anderen, die nur Haare zeigen. Also dann hatte ich Bilder, da sind wirklich dann nur die Haare zu sehen. Verwuschelt so vors Gesicht, tralala. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich die Männer präsentieren, denn da möchte ich auch nicht hinschauen. Ich sage jetzt nur meine Kritik den lieben Frauen gegenüber. Ich habe ja auch nur 6% Frauenanteil, also von daher, und die meisten werden vermutlich noch verheiratet sein, also von daher kritisiere ich das jetzt einfach mal so dahin. Sollte man sich überlegen, wie man sich präsentiert, gerade als Frau. So. Ich habe nichtsdestotrotz ein Match, so wie das auf meiner Dating-App heißt, und ich freue mich dann natürlich sehr, dass diese Person auch tatsächlich mit mir in Kontakt getreten ist. Das ist ja auch so, da hast du eventuell ein Match und schreibst dann fleißig irgendwas hin und bekommst nie eine Antwort. Ja? Und das ist also jetzt bei meinem Date nicht der Fall. Mein Date hat mir geantwortet und wir sind also auch schon fleißig am Hin und Her chatten. Und das ist also nicht schlecht, gerade in der heutigen Zeit. Gut, man kann sich halt nicht treffen für einen Kaffee oder für einen Wein oder was auch immer. Und in der heutigen Zeit macht man das halt so. So. Und an meiner Erfahrung, deswegen wollte ich euch heute gerne mal teilhaben lassen. Ich weiß, dass meine 94% Männer, 6% Frauen zum Großteil verheiratet sind. Aber es gibt ja mit Sicherheit auch noch ein paar Junggesellen und Junggesellinnen dabei. Und da kann man dann mal so die Ratschläge so mal ein bisschen loslassen, was ich gerade tue. Wie das erfahrungsgemäß aussieht mit meiner Tinder-App. So. Wenn ihr da andere Erfahrungen habt, schreibt das ruhig in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Wenn nicht, macht halt den Daumen runter. Und nichtsdestotrotz abonniert mich fleißig weiter. Ja? Und freut euch über meine Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.